Golf Alpin steht für großen Golfsport inmitten der österreichischen Bergwelt. Die grandiosen Kitzbüheler Alpen bilden die Traumkulisse für zwei außergewöhnliche Tiroler Golfplätze. Den Lerchenhofkurs bei St. Johann und die Golfanlage Kitzbüheler Alpen bei Westendorf. Beide stellen wir ausführlich vor. Golf Alpin steht aber auch für erstklassige Hotels, die Wohlfühlatmosphäre und kulinarische Schmankerl bieten. Das wissen Golfer zu schätzen. Ein Muss für jedes gute Hotel, Wellness mit allem, was dazugehört. Zusatzpunkte gibt es für die umfänglichen Fitness- und Sportangebote. In die fantastische Bergwelt der Kitzbüheler Alpen führen viele Wege, mehr oder weniger anstrengend. Aber egal, wie man nach oben gelangt, den Ausblick gibt es immer. Vom Süden Deutschlands zu den Kitzbüheler Alpen. Ein Katzensprung. Münchner brauchen mit dem Auto nur rund eine Stunde und müssen nicht einmal Maut dafür bezahlen. Auch die Anreise mit dem Flugzeug ist möglich. Allerdings nur für Sportflieger. St. Johann gehört zum Bezirk Kitzbühel, eifert aber der mondänen Bezirkshauptstadt als Treffpunkt der Reichen und Schönen nicht nach. Die Unaufgeregtheit von St. Johann ist vielen Urlaubern nur recht und schont den Geldbeutel. Wenige Kilometer nordöstlich von St. Johann machen wir in Erpfendorf Station im Fünf-Sterne-Hotel Lerchenhof. Schon seine Lage ist 5 Sterne wert. Der Blick auf das erhabene Kaisergebirge inklusive. Die Anlage ist riesig. Allein der Wellnessbereich umfasst 3500 Quadratmeter. Das verspricht Entspannung, ohne sich auf die Füße zu treten. In der Saunalandschaft hat man die Wahl zwischen einem halben Dutzend Varianten. Eine 30 Meter lange Rolltreppe führt ins Freie hinauf zum Panoramagarten mit Sohle-Whirlpool. Und auch hier kann man kräftig schwitzen. Oder einfach den atemberaubenden Ausblick genießen. Nur einen Abschlag entfernt, der hoteleigene 9-Loch-Platz, zu dem Gäste zu Fuß oder mit dem kostenlosen Golf-Shuttle gelangen können. Der Kurs liegt in einer flachen Talmulde. Spielt man 18 Löcher, kommt man auf beachtliche 6.382 Meter. Ein einheimischer Golfenthusiast erklärt uns, warum er ihn so besonders schätzt. Unser alter Trainer hat immer gesagt, du brauchst einen freien Platz, damit du dich traust zum Schwingen. Weil wenn du eh schon immer die Bäume siehst und die Sträucher siehst, dann bist du im Schwung schon im Kopf gehemmt. Ja, und das hast du da nicht, doch was drauf hat. Na dann. Der Platz wurde mehrfach prämiert, unter anderem als zweitschönste Golfanlage und drittbester Golfplatz Österreichs. Auch dank der vielen liebevoll gestalteten Details. Direkt neben dem Clubhaus liegt das Hotel Gut Hanneshof. Näher zum Golfplatz geht es nicht. Der Hanneshof bewirtet seine Gäste mit regionalen und internationalen Delikatessen. Das komfortable 3-Sterne-Superior-Hotel bietet 4-Sterne-Standard mit beheiztem Außenpool und modernen Suiten, die alle Infrarotkabinen haben. Pferdefreunde werden sich auf dem Gut besonders wohlfühlen.
Und mit dem Vitalhotel Berghof gibt es sogar noch ein drittes Hotel in dem gerade einmal 1000 Seelen zählenden Ort Erpfendorf. Wir machen noch einmal einen Abstecher in das nahe St. Johann. Rund 10.000 Einwohner zählt die Marktgemeinde. Das sind mehr als eine halbe Million Übernachtungen im Jahr, eine stolze Zahl. St. Johann, ein idealer Ort zum Bummeln und Genießen. Genießen. Ja, so ist es besser. Und natürlich zum lässigen Shoppen. Die Läden führen alle bekannten Handelsmarken. Diese Auslagen sieht man aber nicht in St. Johann, sondern im Lerchenhof. Ja, dieses Hotel ist für so manche Überraschung gut. Shoppen nach dem Saunagang, mal was anderes. Es gibt sogar ein professionelles Sportgeschäft mit Vollsortiment. So schön wie möglich will man den Gästen ihren Aufenthalt machen. Da kommt die Beauty Farm gerade recht. Auch der Mann kommt nicht zu kurz. Sein liebstes Spielzeug wird ruckzuck aufgefrischt. Im Fitnessbereich modernste computergesteuerte Geräte. Und ambitionierte Tennisspieler können die Filzkugel bei jedem Wetter übers Netz jagen. Ein Sprung in den Pool oder eine Massage vom Profi und eben noch müde Sportler werden wieder fit wie Turnschuh. Für einen Ausflug zur Griesbachklamm, gleich hinter dem Lerchenhof. Die wildromantische Schlucht ist eines der schönsten Wanderziele in den Kitzbüheler Alpen. Wir empfehlen festes Schuhwerk, auch wenn die Wege gut befestigt sind. Vom wilden Wasser der Griesbachklamm zu den ruhigen Wässern des Golfclubs Lerchenhof, die nur selten wirklich ins Spiel kommen, optisch aber immer ein Genuss sind. Ein echter Hingucker auch der Kramathof, ein altes Bauernhaus in der Mitte des Platzes. Hotelgäste genießen nicht nur den Vorteil des kurzen Weges. Sie können gegen einen Aufpreis von nur 100 Euro ohne Limit golfen. Der im Jahr 2016 errichtete Short Game Park bietet die Möglichkeit, sein kurzes Spiel aus allen denkbaren Lagen zu üben. Auf dem 6-Loch-Akademiekurs mit 4 Paar 3 und 2 Paar 4 Löchern kann man das eben Erlernte vertiefen. Der krönende Abschluss jedes schönen Golftages, der Plausch mit Freunden auf der Clubhausterrasse. Nur 11 Kilometer Luftlinie sind es von Erpfendorf bis zum romantisch gelegenen Pillersee. Der kleine Gebirgssee entstand vor 15.000 Jahren durch einen Felssturz, der sozusagen den Abfluss verstopfte und dadurch den See aufstaute. Das kristallklare Gewässer ist bei Anglern bekannt für seinen Forellenreichtum. Die Wassertemperatur erreicht auch im Sommer kaum über 20 Grad. Da baden nur die Harten. Warmduscher gehen lieber in der Sonne spazieren. Wer die Natur liebt, ist in den Kitzbüheler Alpen bestens aufgehoben.
Für Groß und Klein gibt es viele Möglichkeiten, sich der herrlichen Berglandschaft zu nähern. Bewegung an der frischen Luft macht hungrig. Zurück im Lerchenhof dürfen wir Chefkoch Günther Jessner über die Schulter schauen. Er bereitet gerade ein Lammkarree an verschiedenem Gemüse für das Abendmenü vor. Ein Gaumenschmaus, dem nur Vegetarier widerstehen können. Sehr beliebt auch bei Nicht-Hotelgästen der italienische Abend. Mediterranes Buffet at its best, jeden Mittwoch. Der nächste Morgen beginnt mit einem besonders schönen Erwachen in der wolkenverhangenen Natur der Kitzbüheler Alpen. Nach diesem famosen Schauspiel schmeckt das Frühstück am üppigen Buffet besonders gut. Und dann ist es Zeit, Abschied zu nehmen von einem Hotel der Extraklasse. Von Erpfendorf führt unser Weg nun in das 30 Kilometer entfernte Westendorf, das ebenfalls zum Bezirk Kitzbühel gehört. Malerisch liegt der Ort auf einem sonnigen Hochplateau des Brixentales. Westendorf hat keine 4000 Einwohner, ist aber ein beliebtes Touristenziel. Warum, zeigen wir noch. Markant die Nikolauskirche, die erstmals im Jahr 1320 urkundlich erwähnt wurde. Ein schmuckes Dorf, das auch schon mal Europadorf war. Ein Grund für die große Beliebtheit Westendorfs ist der Golfplatz, der südwestlich an den Ort anschließt. In absoluter Traumlage. Obwohl ringsum hohe Berge den Golfplatz einrahmen, ist der Kurs flach und leicht begehbar. Herrlich, die große Pflanzenvielfalt, die die Spieler auf der Runde begleitet. Und dann diese phänomenalen Panoramablicke. Kein Wunder, dass der Platz auch gerne als Kulisse für Fotoshootings verwendet wird. Eine klare Attraktion, die großzügige Teichlandschaft rund um das Clubhaus, das hier nicht einfach als Clubhaus, sondern als Lodge daherkommt. In der Winter Lodge gibt es nicht nur eine Rezeption für Golfgäste, sondern auch eine Hotelrezeption. 19 luxuriös eingerichtete Apartments stehen bereit, ausgerüstet mit modernsten Geräten. Übernachten auf dem Golfplatz. Westendorf liegt da ganz im Trend. Auch ein Spa zum Relaxen fehlt nicht. Lichteffekte optimieren die Wirkung. Der Pro-Shop der Windau Lodge ist einer der größten Golffachhandel der gesamten Region. Hier gibt es alles, was das Golferherz begehrt. Auch diese Bälle, die aussehen wie Christbaumkugeln, die aber womöglich die verzweifelte Suche im Rough verkürzen helfen.
Der 18-Loch-Kurs des Golfclubs Kitzbüheler Alpen-Westendorf wurde erst im Mai 2014 eröffnet und ist damit der jüngste Golfplatz der Region. Der Kurs ist mit 5.882 Metern relativ kurz, aber mit seinem Par 72 Standard alles andere als ein lockerer Selbstläufer. Das schwierigste Loch ist das Loch 9, dessen enges Fairway in einer beeindruckenden Komposition aus Wasser und Bunkern endet. Dieses 399 Meter lange Par 4 ist optisch ein Genuss und spielerisch eine respekteinflößende Aufgabe. Das gelungene Ambiente haben die raffinierten Architekten gleich doppelt genutzt. Auch das Loch 18 endet hier. Nur ein Jahr nach Eröffnung des Platzes erhielt die Anlage im Frühjahr 2015 bereits den 4-Sterne Superior Award des Bundesverbands für Golfanlagen. Der Club bot von Anfang an hohe Qualität, auch im Detail. Als erstes springen die Bahnschilder mit ihrem außergewöhnlichen Design ins Auge. Aber das sind auch noch viele andere kleine Dinge, die gefallen. Der Golfclub Westendorf, ein Fall für die Leading Golf Courses of Austria. Das ist unser Ziel. Natürlich, wir haben eine wunderschöne Anlage in ein sehr tolle Region Tirol. Und wir haben, was andere Plätze nicht unbedingt haben. Und das ist wirklich eine sehr ruhige Golfanlage. Wir sind wirklich mitten in der Natur. Man hört keine Straße, man hört keine Bahn, da fliegen keine Flugzeuge. Also es ist absolut volle Ruhe in Westendorf. Ruhe findet man in Westendorf nicht nur auf dem Golfplatz, sondern auch in der umliegenden Bergwelt. Wir machen einen Abstecher zu einem der beliebtesten Ausflugsberge Österreichs, der Hohen Salve. Von Hopfgarten aus geht's mit der Seilbahn hinauf auf 1829 Meter. Auf dem Gipfel der übliche Berggasthof, aber auch die höchstgelegene Wallfahrtskirche Tirols. Von hier oben hat man einen fantastischen Panoramablick in die Berge. Vom nahen Kaisergebirge im Norden bis zum Kitzbüheler Horn im Osten. Oder zum fernen Tauerngebirge im Süden mit seinen 3000er Bergriesen, wie dem Großvenediker. Wer nach unten sieht, kann den Blick das ganze Brixental entlang schweifen lassen. Wanderer können ihrer Leidenschaft auf bestens präparierten Wegen nachgehen. Je nach Anspruch alpin oder im Spaziergängermodus. Im Tiroler Herbst, wenn die Blätter welk- und farbenfroh werden, ist die Stimmung besonders intensiv. Unten im Tal ist gerade Mittagspause. So können wir gleich das Restaurant testen und seine ausgesuchten Weine. Die Küche verwendet ausschließlich frische Produkte von heimischen Bauern und Gärtnern. Und das schmeckt man. Hinter diesem Burger mit Pommes kann sich McDonald's verstecken. Während des Essens kann man anderen beim Üben zusehen. Vielleicht lässt sich ja was abgucken. Jeder Golfer hat seinen individuellen Schwung. Und jeder lernt unterschiedlich. Darauf muss ein Golflehrer eingehen und seinen Unterricht anpassen.
So das Credo von Steve Waldman, PGA Pro und Leiter der Golfakademie in Westendorf, hier bei letzten Trainingsvorbereitungen. Dass der Spaß bei Steve nicht zu kurz kommt, liegt daran, dass er Spezialist für Trick-Golf-Shows ist. Außerdem ist er Jugendtrainer für den Tiroler Golfverband. Und Schwungtrainer von Christine Wolf, Spielerin der Ladies European Tour. Wir verabschieden uns mit stimmungsvollen Bildern von der großartigen Anlage des Golfclubs Kitzbühler Alpen-Westendorf. Wie ein Vogel zu fliegen, davon träumen wohl alle Menschen. Moderne Gleitschirme machen den Traum für jeden wahr. Auf der Choralpe, dem Hausberg von Westendorf, treffen wir Otto Kahn, einen leidenschaftlichen Gleitschirmflieger und Lehrer. Mit der Hand nimmst du jetzt die Agut in die Hand. Oder? Nein, du das richtig unten rein, dass du dich nicht verlieren kannst. So, nimm es in die Hand. Richtig. Akribische Vorbereitung ist die beste Lebensversicherung. Du richtest dich so ein, dass das auf den Geraden geht. Und da, da holst du die Steuer alleine. Das heißt, du musst jetzt auf der Seite gegensteuern. Ausdrehen, bremsen und gib Gas! Muss man natürlich nicht fahren, ja? Otto hält auch während des Fluges Kontakt zu seinen Schülern. Fix das, jetzt kommst du da auf die Seiten, wo wir hinwollen. Ja, und jetzt gehst du doch in aller Ruhe auf den Linkskurs und suchst du mal deine Thermikdamm. So sieht Westendorf für Paraglider aus. Und man glaubt es kaum, aber Paragliden ist ein Ganzjahressport. Der Blick auf die Skiwelt Wilder Kaiser Brixental, das größte zusammenhängende Skigebiet Österreichs. Mit Alpinski vom Feinsten. Aber auch allen anderen Facetten des Wintersports. Damit endet unser Ausflug in die Region Kitzbühler Alpen, die zu jeder Jahreszeit wirklich eine Reise wert ist.